Jö, dann töten wir mal weiter. Wir haben die Wahl zwischen einem flexiblen lesbischen Paladin, einem flexiblen zerstörungswütigen Barbar und einer lesbischen Dyslexie-Erkrankten. Chakra. OCD ist besser. Also wenn wir Sachen kaputt machen, dass wir Mana zurückbekommen. Und wir haben 500 Gold. Das ist nicht so wirklich doll. Mana ab. Na gut, manchmal ist Mana schon ganz praktisch. Und es ist besser, als das ganze Charon in den Hals zu stecken. Und warum haben wir immer noch das komische Symbol da oben links? Neben unser Chakram. Okay. Oh. Der Obol sorgt dafür, dass wir nichts bezahlen müssen. Ja, also haben wir jetzt 80 Gold gespart. Sehr schön. Da, kaputt, 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 kaputt. Keine Münze wird liegen gelassen. Durch da. Zing, zing. So, bist du ein Bild? Ja, bist du. Bist du eine Kanone? Ja, bist du. Ich frage mich echt, ob es später irgendeine Möglichkeit gibt, Level zu überspringen, quasi. An den ganzen Eingangsbereichen. Oh, zum Beispiel. Weil ich denke, wir werden schon recht schnell recht stark werden. Und dann wird die Ecke hier doch schon fast langweilig für uns. Oh. Obwohl, gerade solche Räume werden wahrscheinlich nie langweilig werden für mich. So, du kaputt. Nö, kaputt. Wir sollten nicht zu viele Räume überspringen, sonst müssen wir nachher wieder zurücklaufen. Wow. Warum können die manchmal durch Wände durch und manchmal nicht? Das ist echt komisch. Wow, Feuerball. Feuerballschmeißer. So. Die Keule lassen wir mal da liegen. Und wir haben 263 Lebenspunkte. Ist doch gleich wesentlich entspannter, damit rumzulaufen, als mit 60. Das war echt übel bei dem einen Magier. Mo. Mo. Viel zu viele Projektile, viel zu viele Projektile. Und die sind keine One-Hits mehr. Au. Boah, hallo. Jungs, ganz ruhig. Ich will doch bloß töten. Eins. Zwei. So, Bild auch noch weg. Und Ruhenschacht. Adelchen Arbeit aus. Dich auch noch. So. Zing. Links oder rechts? Erstmal links. Links ist Richtung Eingang. Ah, und irgendwie machen wir echt weniger Schaden, kommt mir vor. Warte mal, wir sind Level 34. Welchen Level habt ihr denn so? Konnte ich nicht lesen. Level 16. Nö, da wird es nicht liegen. Okay. Und da oben kommen wir nur durch, wenn wir Zwerg werden. Meh. Oh, warum bist du vorher nicht aufgesprungen? Doofes Bild. Schauen. Ich will die zwei Lebenspunkte haben. Hopf, 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 hopf. Hopf, hopf, hopf. Kurz vorher. Na gut. Ihr seid eh nicht so schlimm. Ihr seid schlimmer. Die Wände schießen mich nicht ganz schön garstig. So. Und volle Lebenspunkte. Okay, einer fehlt, aber jetzt volle Lebenspunkte. Und das, obwohl wir schon ganz schön guten Fortschritt gemacht haben. Eigentlich will ich hier gar nicht hin. Aber ich werde gezwungen. Na
Nein, nicht wirklich, aber wo ich schon mal hier bin, kann ich doch ganz kurz mal die beiden Jungs umbringen. Genau. Hat auch fast gar nicht viel getan. Also zurück. Und das sah gerade irgendwie so aus, als wenn ich durch die Wand geglitscht wäre. Komisch. Also bei dem Raum mit dem Teleporter. Oh naja, wir wollen runter und wir wollen nicht in die Stacheln. Nicht in die Stacheln. Wir wollen da lang. Wir wollen Lebenspunkte abfahren. Wir wollen zerstören und töten. Oh. Komm schon. Stirb. So, schnell rüber da. Au, und Gold. Gold ist immer gut. Wir sehen schon richtig schnieke aus. Also die Brustplatte fällt ein wenig aus dem Rahmen, weil das halt nicht die Ritterbrustplatte ist, sondern die Silberbrustplatte, aber sonst. Oh, da fällt mir ein, ich muss mal drauf achten. Vielleicht gibt es ja so eine Art Z-Boni. Also wenn wir jetzt alles aus Ritterrüstung haben oder alles aus knappen Rüstung oder was weiß ich. Aha. Dass es da irgendwelche Boni gibt. Hallo, wie viele sind hier noch? Oh, oh. Weg, 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 weg. Und eine Vampirrune. Ich hoffe einfach mal, dass die Vampirrunen keine Lebenspunkte abziehen. Oh, oh. Also nicht, dass es wirklich Sinn machen würde, aber. Oh, oh, oh. Aber es kann ja sein, weil es keine richtige Ausrüstung ist, sondern nur eine Ausrüstungsverbesserung. Komm schon. Bin nur noch von diesen blöden Stacheln weg. So, kann ja nicht angehen. Wir schnetzeln uns durch Monsterhorden und werden dann von einer Kugel umgebracht. So. Du stirbst. Du auch. Du triffst mich, dummes Ding. Oh, oh. So. Was haben wir hier? Mehr Gold. 1790. Das ist okay. Oh, und ein Tagebucheintrag. Zing, zing, zing. Was haben wir denn da? Tagebucheintrag Nummer 4. Alles in diesem Schloss ist verkehrt. Ich kann mich nicht orientieren. Und es gibt keine Sonne oder Sterne, die mich führen könnten. Mir fällt auf, dass ich immer wieder zurücklaufe, um mich zu orientieren. Und ich muss meine Karte mühsam anfertigen, um nicht in Kreisen zu laufen. Die Karten, die ich von den Leichen anderer Abenteurer gefunden habe, sind absolut unecht. Also sie sind falsch. Es scheint fast so, als würden sie ein anderes Schloss beschreiben. Ja, tun sie auch, weil das Schloss jedes Mal neu generiert wird. Ne? Vielleicht tut dieses Schloss irgendetwas mit dem Gedächtnis machen. Boah, das war gerade übles Deutsch. Ja, vielleicht stellt dieses Schloss irgendwas mit dem Gedächtnis an. Oder bewegen sich die Steine wirklich unter meinen Füßen? Hm, keine Ahnung. Wollen wir herausfinden. Oh. So. Double Kill. Monster Kill. Oh. Au. Komm her. Du bist kleines. Hab dich. Also. So, und was ist hier oben hinter den ganzen Sprungdingern? Nur ein Weg nach oben. Ein Weg nach oben zu riesigen, riesigen Feuerwellen. Oh, sehr schön. So, Nummer 1. Und die sind irgendwie leichter als die anderen. Weil die viel zu lange brauchen. Zum Zaubern und, dass die Zauber ankommen. Oh, das waren mal leichte Bosse. Oh, da ist noch ein Kronleuchter hinter der Karte versteckt. Genau. Zing. 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 Wow. Okay. Kaputt.
Wie viel Platz haben wir noch? Hm, sind schon eine Menge Räume. Aber unten ist noch ein Weg runter, zwei nach rechts. Ja doch, wir haben noch einiges jetzt schon auf der Etage. Und das obwohl, wow, obwohl wir schon 2200 Gold hier zusammen haben. Ich schätze mal so 3000 werden es bestimmt noch. Bis wir in den Wald müssen. Also ja, wir könnten auch zu den Maya-Dingens oder Unterwelt, aber ich denke mal, dass der Wald die beste Alternative ist. Oh, sehr schön. Das haben wir gebraucht. Ich habe nämlich gar nicht so wirklich auf meine Lebenspunkte geguckt. Und die sind doch arg runtergegangen. Oh, schnell wieder weg. Den will ich eingesammelt haben. So. Aber ja, Lebenspunkte waren ganz schön arg unten. Ich glaube bei 50 rum. Und ich will nicht über die ganzen Stacheln. 1, 2. Ah, geschafft. Sehr schön. Oh. So. Gib mir Hühnchen. Oder ganz leichte Gegner. Wie dich da. Das war jetzt doch nicht so. So. Da ist noch einer von denen. Ah, 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 ah. Mich kriegst du nicht so leicht. Oh. Hühnchen. Hm. Das ist echt komisch manchmal. Manchmal sind die Gegner stärker als man denkt und manchmal schwächer. Weil die Ritter kann ich normalerweise nicht so einfach one-hitten, selbst im Zauberspruch nicht. Oder gerade im Zauberspruch nicht, die sind ja schwächer als unsere normalen Angriffe. Und dann kippt er einfach so um. Hm. Na gut. Will nicht meckern. Einfach weiter das Schwert schwingen. Jetzt sind wir auch näher am Eingang und deswegen sind die Gegner wieder einfacher. Ja, stimmt. Wir sind nur 1, 2, 3, 4 Räume vom Eingang entfernt. Das wird sein, okay. Hölle? Nö. Wow. Warum sind da Schießmechanismen, wollte ich gerade sagen. So, weg hier. Wow. Komm. Aber ganz schön garstig. Stellt sich da hin. Ha? Warum schießen die denn nicht? Und dann taka, 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 taka. So, oder? No. Viele Gegner, die schießen. Sehr viele Gegner, die schießen. Aber wir sind relativ nah am Eingang, also müssten die fast alle One-Hits sein. So, Kanone weg. Komischer Feuerballschießer weg. Komischer Feuerballschießer weg. Komischer magischer Feuerballschießer weg. Truhe. Schön für Gold. Du weg. Du weg. Eine Kanone haben wir noch. Ich glaube, dann sind wir auch durch. Also mit den Gegnern. Jo, sehr schön. Kaputt. Kaputt. Hey, ich sagte. Oh. Genau, du musst kaputt sein. Hm, wir haben schon wieder 60% Leben? Ne, mehr. 70. Oh. Ich denke mal, sind wir bestimmt schon auf der zweiten Seite von unseren Tötungen. Oh, fast volle Lebenspunkte. Und ein Weg runter in die Hölle. Jo. Das heißt, wir haben nur noch zwei Räume. Danach geht's in den Wald. Ich hoffe, diesmal halten wir uns im Wald ein wenig besser als letztes Mal. Es wäre schon schick, wenn wir da auch noch ein bisschen Fortschritte machen könnten. Oh, aber erstmal eine neue Notiz. Eintrag Nummer 5. Ich kann nicht durch das Haupttor wieder nach draußen. Aber das ist egal. Ich bin meiner Sache verschrieben und werde nicht fliehen. Warum hast du denn versucht, das Haupttor zu öffnen, wenn du nicht fliehen wolltest? Das ist so ein Vollpfosten. Bisher sind alle die Karten, die ich gefunden habe, nicht übereinstimmend mit meiner eigenen. Obwohl ich herausgefunden habe, dass wenn man sie als Ganzes vergleicht, ein Muster erscheint. Es scheint, dass der Wald immer rechts ist und der Turm immer oben. Und unten? Nun, hoffentlich werde ich das niemals herausfinden. Okay. Weil dieses Maya-Ding ist wohl ein Turm.
Ich sollte das nächste Mal, wenn ich da hochgehe, nachschauen, was da genau steht.